So, Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich ein Mikrofon anhabe, aber es muss so schnell gehen. Ich suche jetzt den Bunker. Ich hoffe, ich finde den Bunker. Bist du bescheuert? Da gehe ich doch nicht. Nimmst du schon auf? Ja. Da gehe ich doch nicht lang. Also, liebe Fans, herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place und zu unserem letzten Lost Place wahrscheinlich. So, Freunde, ich weiß gar nicht, ob ich ein Mikrofon anhabe, aber es musste schnell gehen. Im ersten Moment habe ich einen ganz schönen Schreck gekriegt. Ich habe gedacht, da steht ein Wolf oder so. Wer steht da hinten um die Ecke? Na gut, hat mir nichts getan, ich lebe ja noch. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ihr könnt schon sehen, ich bin hier irgendwo über den Dächern an der Ostsee. Dieser Lost Place ist sehr, sehr bekannt. Keine Angst, Philipp ist dabei gewesen. Ich habe nur mich dazu entschlossen, nochmal ein paar Kamerafahrten und Drohnenaufnahmen zu machen. Wir befinden uns hier bei den Ruinen Schloss Dwarsiden. Es ist Wochenende, das Wetter ist traumhaft. Philipp kann heute leider nicht, aber wie gesagt, ich will ja auch nur noch ein paar Kamerafahrten machen und ein paar Drohnenaufnahmen. Das Gelände ist neuerdings komplett verschlossen. Es steht auch überall drauf, betreten verboten. Also haltet euch auch bitte dran. Das ist für mich neu gewesen, sonst kommt man mit dem Auto bis zu den Ruinen Dwarsiden, Schloss Dwarsiden vorfahren. Das zeige ich euch nochmal gleich. Und wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. So, Freunde, ich habe zwei Probleme. Ich war oben auf dem Dach eben und habe Drohnenaufnahmen gemacht. Meine Drohne reagiert nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Da stand, ich muss ein Update machen. Aber das Update zieht halt unendlich viel Akku. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es zu Hause, gehe auf Abbrechen. Seitdem funktioniert die Drohne nicht mehr. Ja, wozu bin ich hergekommen, um Drohnenaufnahmen zu machen? Ist mein Mikrofon überhaupt an? Ja, Mikrofon ist überhaupt an. Und das zweite ist, beim Runterklettern ist mir die Wasserflasche runtergefallen, ist kaputt gegangen. Das ist jetzt der Rest, den ich hier noch habe. Und es ist ein ganz schöner Fußmarsch, den ich noch vor mir habe. Gut, verkehrt rum in den Rucksack. Und wie ich daraus trinke, weiß ich noch nicht. Es fängt schon gut an. Naja, es gibt Schlimmeres. Schlimmer wäre, wenn mein Mikrofon weg wäre, runtergefallen wäre. Oder meine neue Kamera. So, hier könnt ihr mal gucken. So, die Pechsträhne will nicht abreißen. Jetzt ist das passiert, was nicht passieren sein sollte. Was nicht passieren sollte. Ich glaube, ich habe einfach meinen Reißverschluss hochgezogen und ich habe mein Mikro verloren. Ich hoffe, ich habe es jetzt irgendwie durch Zufall mit in die Tasche gesteckt. Ansonsten muss ich jetzt erstmal die Filmaufnahmen durchgucken und wann ich das Mikrofon zuletzt hatte. Ich weiß nicht. Dieses Jahr kann jetzt schon weg, Freunde. Dieses Jahr ist furchtbar. Wenn ich euch noch die privaten Sachen erzählen würde, was uns, mir, meiner Frau und so, was wir alles so durchmachen mussten die letzten Tage und Wochen. Das Jahr kann weg. Es fing schon beschissen an, es hörte schon beschissen auf das letzte Jahr. Aber jetzt muss ich erstmal mein Mikrofon suchen, weil das kostet ein bisschen Geld, Freunde. Ich hatte gestern mit Philipp noch das Thema.
Wir haben überlegt, Magnetclips zu kaufen. Mich kotzt das jetzt gerade richtig an, entschuldigt bitte diesen Ausdruck. Ich habe die letzten Videosequenzen nochmal durchgeguckt. Als ich aus dem Bunker rauskam, hatte ich es noch. Und nein, nein, ich werde verrückt. Ich werde bekloppt. Hier ist das Mikrofon. Nein, ich könnte heulen. Ich könnte heulen vor Glück. Und hier ist sogar der Windpuschel noch. Die tote Katze. Also wäre mir das später aufgefallen, sage ich euch ganz ehrlich, das Ding hätte ich nicht wiedergefunden. Oder hier wäre einer raufgelatscht, weil das ist so ein Wanderweg. Jetzt kommen auch so einige Wanderer, sehe ich gerade. Die nutzen jetzt das Wetter. Oh, ich hab's wieder, ich hab's wieder. So, und ich sag's euch. Irgendwas passiert heute noch. Dann guck mal, wer mir da wieder entgegenkommt gerade. Das gibt's doch nicht, oder? Huh? Hättest mir wenigstens Bescheid sagen können, dass ich das Mikrofon verloren habe. Hm, Digga? Er reagiert gar nicht. So, hier könnt ihr mal gucken. Das ist so ein Nebengebäude vom Schloss Dvasin. Da bin ich hochgeklettert, weil wegen Drohnenaufnahmen. Ja, leider konnte ich nur 2 oder 3 Shoots machen. Wie gesagt, dann ist mir die Drohne abgekackt. Nicht die Drohne, sondern die App hätte aktualisiert werden müssen. Gut, aber ja. Das sind halt so die üblichen Problemchen. Hier kannst du nicht reingehen. Du bist ja lebensmüde. Müde? Bist du schon wieder müde? Hörst du? Ich filme. Dann muss ich mich doch schick machen. Ja? Hallo! Ich muss aber mal. Haben wir eine neue Speicherkarte drin? Wir haben eine neue Speicherkarte drin. Erzähl mal den Fehler mit der alten. Warum du nur 90 Minuten drauf hattest. Ich habe alles von meinen Drohnen in 4K Plus. Habe ich alle Videos noch drauf gehabt und nicht gelöscht. Genau, und wie viele Minuten haben wir jetzt noch? Das ist eine kleine Speicherkarte leider nur. Aber das ist die gleiche, die ich auch drin hatte, weil ich 2-mal gekauft habe. Trotzdem ist es eine kleine. Eine 64 ist es, ja. Ohne kleine Speicherkarte. Ja, ist ja gut, müsste neu mal schlau. 64. Und jetzt können wir. Was 64? 64 MB habe ich jetzt drin. MB. Nicht Gigabyte, sondern MB. Und wir können gerade mal 1 Minute 49 tun. Bescheuert, die geht doch nicht rein. Du sollst doch auch nicht reingehen. Du sollst reinschleichen. Okay. Mann, das steht schon 200 Jahre so. Oh, oh, oh. Nee, was wurde denn hier damals zerbombt? Gar nichts. Irgendwas haben sie mir doch gesagt, dass es zerbombt worden ist. Von hier raus, von hier hoch. Nee, ist das Kellergewölbe, ne? Ja, muss ja auch irgendwo, kannst ja nicht nur von außen reinkommen sein, weißt du, ich mein? Es gibt bestimmt noch einen Durchgang. Meine Güte, benimm dich mal ein bisschen, wir sind hier live im Fernsehen. Aber so eine Statue war im Schloss früher nicht, definitiv nicht. Also müssen wir jetzt erzählen, dass es nicht Schloss Dvasin ist. Das ist Schloss Dvasin. Ja. Und wo noch nichts zerbombt. Warum zeigen sie eigentlich immer nur die Vorderseite und nicht die Rückseite? Ja, und ich habe auch gedacht, es steht nur die Vorderseite immer. Jetzt mal für Dove, wir waren noch nie hier, ganz ehrlich gesagt. Wir waren wirklich, wir waren auf sämtlichen Lokalitäten, aber wir waren noch nie im Schloss Dvasin, was bei uns in der Ecke liegt. Wir waren überall, Altersheim, ja. Drogenlabor, überall waren wir drin. Drogenlabor, Kinderheim, aber was richtig so Geschichte hat. Dann haben wir gedacht, wir gucken uns das jetzt mal an. Wieso legen die denn hier einen Baum mitten im Weg? Mann. Was war das hier, der Briefkasten? Das war der Briefkasten. Kennst du das nicht als Rohr? Früher? Ja, bist du hingefallen? Nee, aber fast. Oh, das ist aber... Das hat was. Nur 10% Akku verblieben. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung hier heute? Es läuft aber auch wirklich alles schief. Aber das vielleicht mal in einem anderen Video. Was heute alles schief gelaufen ist, ja, Freunde, wirklich. Wahnsinn. So, da dürfen wir noch nicht drüber reden. Ja, das sieht auch mehr zerbombt aus. Ja, irgendwas war, haben du gesagt. Geil, ne?
Genau, dann war das hier, die Halle oder sowas. Halle? Ja, das war mal, ich weiß nicht, was das für eine Halle war. Genau, das sind hier die ganzen Reste, wo du davor stehst. Die ganzen Säulen. Also, Philipp war jetzt gerade Akku wechseln und ich habe mir das mal so durchgelesen, die alles. Die haben sich ja viele verewigt, was man eigentlich auf dem Lost Place nicht macht, aber es ist trotzdem mega interessant. Von 1955 über 1975, da alles verewigt hier. Und ich habe mal gegoogelt, ich muss zu Schande gestehen, Geschichte ist nicht unser Spezialgebiet auf Lost Place, ne? Wir sind ja einfach nur abenteuerlustig. Es wurde zerbombt. Gesprengt. 1947 oder 1948. Also nicht im Krieg, sondern es wurde mutwillig zerstört. So. Ach, der Herr hat mein Dreibein. Ja, für die Fotos. Ja. Gut. Dann stell da hin und weil hier ist das Tor zum Lost Place, habe ich schon gesagt. Okay. Das ist das Tor zu einer besseren Welt. Ja, die Sonne. Ja, die Sonne wäre schön gewesen, wenn du mich beeilt hättest. Wenn du die Sonne gehabt hättest. So. Jetzt bin ich nochmal auf dem Weg zum Bunker. Wir hatten damals die Mikrofone noch nicht. Ist halt so, man entwickelt sich halt weiter. Deswegen ist die Tonqualität natürlich etwas Tiere oder Menschen. Der Vorteil ist, dass alles abgesperrt ist. Hier eiern nicht mehr so viele umher, die einfach mal so gucken wollen, mit dem Auto rauffahren wollen. Die meisten sind ja zu faul, zu Fuß zu laufen. Das ist der einzige Vorteil. Ich habe noch keine einzige Person hier drauf gesehen. Und wie gesagt, es ist Wochenende. Herrliches Wetter. Eigentlich ist Lost Place Time. Oder Wanderzeit. Oder ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Bin wieder ganz vom Thema abgekommen. Ich suche jetzt den Bunker, weil ich von dort, von dem Spot, der wirklich mega ist. Guckt bitte bis zum Schluss des Videos. Wofür es sich auch mal lohnt, einfach mal rauszugehen in die Natur. Das sind so die schönen Momente, die Philipp und ich dann auch mal genießen einfach. Um diesen Spot nochmal abzufüllen mit der Drohne, wenn sie dann funktioniert. Ja, ich hoffe, hier ist übrigens die alte Feuerwehrwache. Blende ich euch auch gleich ein, war ich mit Philipp auch. Ja, ich hoffe, ich finde den Bunker. Hier sind wir bei der alten, damaligen Feuerwehrwache. Jäger googelt noch und glaubt mir zwar noch nicht ganz, aber ich glaube, er wurde jetzt von Google eines Besseren belehrt. Ich weiß es nicht. Hast du schon gegoggelt? Nee, aber soll ich dir mal was sagen? Ja, so. Herzkurs habe ich geschickt, brauchst gar nicht gucken auf dein Handy. Oh, ich muss auch mal meiner Frau auch mal schreiben. Ja, na, wir haben... Ich liebe dich, mein Schatz. Also es hat jetzt nicht zu mir gesagt, sondern wir haben... Wir haben noch eine dritte Person hier. Wir haben ja noch eine dritte Person. Nee, wir melden uns ja mal an und ab regelmäßig, ob es gut geht. Und das ist in dem Fall dein Mann gewesen, ne? Mein Mann. Dein Mann gewesen, ja. Ja, das lass mal anhören, dann haut sie dir mal, dann macht sie dich zur Frau danach. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Nein. Und bist du da ganz oben klettern? Ja, wie denn? Drin ist eine Leiter ab der dritten Etage. Wie sind die denn vorher hochgekommen? In der dritten Etage ist eine Leiter. Die Seile haben doch schon reingebaumelt. Ja, und der Balken ist zum Hochklettern da. Der ist zum Hochklettern? Ja. Ach, Tatsache. Sind auch krank, die Leute, ne? Ja. Also immer. Die über Hochklettern müssen, sind bescheuert, die Leute, ne? Aber guck mal, oben hast du wieder ganz normal Holztreppe. Und noch massiv. Ich komm. Oh, jetzt sag dir mal der Zimmermann was. Das sind die... Ach so? Ja. Was sagt der Zimmermann mir? Wurde gemacht, damit man weiß, wo der Balken hinkommt. Nur mal so nebenbei. Das wurde gemacht? Ja, mit dem Stechbeitel. Ja, und wo wurden die quasi. So. Also war das der vierte Balken? Ja, schreibt man die vier aber nicht eigentlich anders? Römische vier jedenfalls? Ja. Aber, so wurde es. Und wenn da 15 Dinger waren, dann war der Balken etwas dünner geworden. 15 Dinger? So muss der Balken lang genug gewesen sein, ne? Wenn der 15. Balken war.
Ja, man muss ja alles mal hinterfragen. Aber interessant wäre es mal der Arbeit, weil nee, ich will heute noch gesund nach Hause kommen. Ja, ist noch der Wasser an. Hier ist auch noch die, die rote Antenne für Blitzableiter, genau. Aber die Feuerwehr muss rein gewesen. Ach ne, hier war die Feuerwehr drin, ne? Sag mal, ist das jetzt dein Ernst? Man sieht doch das große Tor aus Holz und in Grau. Früher waren die Tore von der Feuerwehr nämlich immer grau. Das weißt du ja bestimmt nicht. Wer ist Jäger? Na, der da hinten läuft. Was nun? Suchst du die Feuerwehr? Oh, guck mal an. Feuerwehrschlauch. Ich kenne mich zwar nicht aus, aber ich denke mal, das ist irgendwie vom C-Schlauch oder was, wie sie das immer nennen. Mann, ich hasse dieses Gimbal. Ja. Was denkst du, da ist nicht umsonst so viele Jahre leer. Nein, 3,5. Du, 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 du. Na? Affenfutter? Affenfrühstück? Aber ungelogen, Jungs und Mädels. Der Junge ist nur am Futtern. Gehst du mal vor? Das ist mit Wasser. Mhm. Das ist nur der eine Raum, ne? Das war nur der eine Raum mit Müll. Einfach den Müll abgelagert. Nochmal hier Sammelraum oder was? Oh ne, Sessel ist auch da, ein Hocker. Aber mit dreckigen Schuhen kommt man in meinem sauberen Auto nicht, ne? Das ist klar. Hast du das Auto mal bei dir gefilmt? Ja. Sauberes Auto? Ja, das ist heute alles dreckig geworden. Ja, eigentlich ist das Guckt hoch. Euch an! Nur das Nasse hier hinten ist heute dreckig geworden, der Rest ist sauber. Eigentlich ist es rot. Das Auto ist rot eigentlich. So, jetzt habe ich hier vorbeigehen. Auf dem Weg zum Bunker. Eine Auffahrrampe gefunden. Ich frage mich, ja. Natürlich, wofür, ne? Was stand hier mal? Oder ist das einfach nur eine Grube gewesen? Es sieht aus, als wenn es einfach nur eine Grube gewesen ist und man hier dann irgendwas reparieren konnte von unten, oder? Ja, bin ich ganz fest überzeugt. So, und hier kann man schon so ein bisschen die Bunkanlagen sehen, Belüftungsschächte, allen Pipapo. Hier steht ein Zaun übrigens, sehe ich gerade. Das ist hier komplett eingezäunt. Kann man das auf der Kamera sehen? Ich glaube nicht, ne? Der Baum ist auch mega, ne? Da auch wieder Belüftung von Bunkeranlagen. Ja, Freunde. Das Wetter ist einfach bombastisch. Und was kann es Schönes geben, bei so einem Wetter draußen in der, als bei so einem Wetter draußen in der Natur zu sein? Mega, ich liebe es ja. So, einmal dran vorbeigelaufen. Da hinten ist die Auffahrrampe. Und hier geht's zum Bunker. Ich bin schon einmal am Ende gewesen, wo man auch früher rauffahren konnte, was aber gesperrt ist. Da gibt es noch eine Zufahrt. Also stellt euch das mal vorbildlich. Und da hinten habe ich geparkt, weil ich so dicht wie möglich zum Schloss oder zu den Ruinen vom Schloss Twersiden wollte.
weil ich ganz genau weiß, der Bunker war nicht weit entfernt. Wir waren in der Dämmerung hier und ich muss ganz ehrlich sagen, in der Dämmerung wirkt das Ganze größer. Ich weiß, wir sind hier etliche Schleichwege gefahren mit dem Auto. So, die Bunkertür steht auf, sehe ich gerade. Wir sind hier etliche Schleichwege gefahren mit dem Auto, aber wir kannten uns hier auch noch nicht aus. Hier, jetzt habe ich mich mal so ein bisschen vorher orientiert auf der Karte. Google Earth zum Beispiel, kann ich euch auch immer wieder nur den Tipp geben, Google Earth. Und ja, hier ist der Bunker, Freunde. Videosequenz wird natürlich gleich reingeschnitten mit Philipp zusammen. Dort sind wir reingegangen. Für mich ja sehr beängstigend, weil ich ich leide an Platzangst und ich habe immer Angst, dass wir nicht rauskommen. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Hier ist das berühmt-berüchtigte Bild übrigens. Aber ich habe immer Angst, dass uns einer einsperrt. So, ihr Lieben, ich habe mich dazu entschlossen, doch eine kleine Mutprobe zu machen. Ihr seht, ich habe die Lampe auf dem Kopf schon an. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ein Stückchen jedenfalls. Die Taschenlampe bringt ja mal gar nichts. Sehe ich gerade. Da müssen neue Batterien rein. Oha. So viel Müll, glaube ich, war das letzte Mal nicht hier. So viel Asbestdinger hier nicht, ne? Orientieren. Ach so, die Kamerafahrten sind für euch zu schnell, ne? Ah ja, hier. Hier geht's lang, Freunde. Da. Ich hole mal die Taschenlampe raus und dann kann ich mal hinten reinleuchten. ich mache mal das Licht aus, damit ihr mal seht, wie dunkel das ist. Hört ihr was? Ich auch nicht. Gut, ich hole mal die andere Taschenlampe raus und dann leuchte ich mal in den Gang rein. So, ich muss sagen, wenn man hier so alleine steht, das ist schon ein bisschen unheimlich. Hier seht ihr die dicken Stahltüren und wisst ihr, was ich meine? Wenn man sagt, man hat so ein bisschen Angst, dass man hier eingesperrt wird, weil das Problem ist ja auch, du hast hier null Empfang mit dem Handy. Es gibt eine Stelle, wo es nach oben hin ein Loch gibt. Dort hat man noch leichten Empfang. Das wäre noch die einzige Möglichkeit. Aber Freunde, ich bin nicht lebensmüde und Gott, wo ist denn da? Auf dem kleinen Bildschirm sieht man das nicht so. Werde hier sicherlich nicht alleine reingehen. Deswegen guckt euch jetzt die Videosequenzen mit Philipp an. Wie gesagt, da hatten wir leider unsere Mikrofone noch nicht oder wir hatten technische Probleme, ich weiß es gar nicht. Auf alle Fälle, ja. Guck mal, das habe ich war letztes Mal so aufgeregt, das hatte ich gar nicht alles registriert hier. Ja, es riecht hier auch sehr, 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 sehr stark nach Diesel. Oh, hier war eine Heizung sogar drin. Das sehe ich jetzt erst. Ich wollte gerade sagen, draußen sind es schön gefühlte 15 Grad heute. Ne? Und drinnen in den Gebäuden ist es immer relativ kühl und kalt. So. Da geht's in die Katakomben. Schaut's euch an. Herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Du schwimmst, als wenn du einen gesoffen hast, Alter. Wir sind jetzt in Rostock angekommen. Wir müssen normal machen. Jetzt habe ich dazwischen gequatscht. So, los. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Video. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Bunker gefunden, den ich eigentlich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist nämlich mit der versteckten Gaskammer und dem, wie nennt man das? Das Bild. Alter, hier jetzt. Ach, hier ist das Bild. Ja. Das habe ich aber schon ewig nicht mehr gesehen. Aber wo? Und der führt nach unten, bis da irgendwo runter. Viele von euch wissen jetzt, was wir meinen. Cool, ne? Aber war das Bild nicht noch irgendwo anders? Dein Ernst?
Können die uns hier einsperren? Die können uns nicht einsperren. Wir kommen gar nicht weiter, unten ist ja schon das Wasser. Da ist kein Wasser. Alter. Das ist ja Hammer. Also nicht der Müll. Ach du, das war's schon? Oh, bist du bescheuert? Da gehe ich doch nicht. Nimmst du schon auf? Ja. Da gehe ich doch nicht lang. Also liebe Fans, herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place und zu unserem letzten Lost Place wahrscheinlich. Weil wir sind in einer Bunkeranlage und es geht ganz tief runter. Kommt mit, Freunde. Nee, kommt einfach mal mit, so war das doch, ne? Kommt einfach mal mit. Alter. Weil ich bin auch noch da, ich filme das Ganze. Bin notfalls der Retter vom Dienst. Soll ich Ihnen erzählen, dass es noch tiefer geht? Nee, geht's nicht. Alter, das ist ja mega. Warte mal. Das ist aber ein bisschen wässrig hier unten, ne? Du kannst nicht filmen, krank, scheiße, Alter. Krank. Aber kommen wir leider nicht lang. Aber krank. Das ist so krank, Alter. Wow. Warum kommen wir nicht lang? Auf dem Rohr? Ist viel? Nee, ist schon nur oberflächlich. Ja? Ja. Ja, gut. Nee, ich geh nicht vor. Ich hab Angst. Vielleicht die ganze Erde. Philipp, wenn du weg sagst, dann musst du mich halten. Das ist doch nicht nur oberflächlich. Natürlich ist oberflächlich. Da hast du alles gelegt, ne? Ja. Oder hinten ist trocken. Ist das heftig. Guck mal, sieht man das vielleicht ein bisschen, wenn ich die da hinten irgendwo. Was machen wir denn drauf? Willkommen. Ist trocken? Ja, hier ist trocken. Scheiße. Guck mal an, das sieht man gar nicht so auf dem Foto. Was? Auf dem Video. Oh, weiter. Wie weit das geht, ne? Ich muss eine Story machen. Wir haben auch keinen Empfang, ne? Du, hier musst du keinen Empfang haben. Nee. Wow. Nee, hier habe ich nichts, Alter. Nichts. Ist ja auch ein Bunker. Wollen wir da lang oder geradeaus weiter? So, das ist so eine Kranke. Wieso geht es jetzt links und rechts? Ja. Mach keinen Scheiß, Alter. Da hinten ist Ende. Philipp, wenn ich mich hier verlaufe, ne? Dann gehen wir einfach geradeaus. Das ist auch eine so eine Phobie, vor der ich mega Respekt habe. In so einem Bunkeranlagen. Auf was habe ich mich hier kurz eingelassen? Auf was habe ich mich hier kurz eingelassen? Willkommen! Ja, komm! Ich bin doch da. Ich habe die Leute sterben sehen in Videos, die so Bunkeranlagen geil waren. Freunde, das ist hier. Das ist krass. Ja, krass ist es schon. Da muss Mann, du weißt, wie viele tausend Leute hier vorher waren? Ja, du siehst doch die ganzen Skelette hier rumliegen, oder nicht? Mann, das sind die grauen Haare. Mann, das geht, ne? Wahnsinn, Mann. Ja, mega spektakulär. Er kommt gerade zum Stollen hier. Krass. Unser erster Bunker. Ja. Mach ein ordentliches Video draus. 14%, aber wir müssen uns beeilen. Komm mal schon schneller. Guck mal, hier ist das Megafon. Das ist rettungslos. Ach, hier sind schon die Bierflaschen. Aber geil ist der Pille. Kannst du hier die Bierflasche? Tatsache. Und da hinten ist Licht am Ende des Tunnels. Ach, und da geht's wieder raus? Ja, mal gucken, wo wir rauskommen. Bist du jetzt beruhigter? Nee. Aber geil ist es schon. Stell dir mal vor, das läuft jetzt, fällt irgendwo zusammen. Ja, ja. Da kann ich mich höchstens von dir von dir ernähren. Ja, aber was davon? Kommst du auch nicht raus, wenn du mich aufgefressen hast? Na, irgendwann habe ich da schon mal einen richtigen Knochen gefunden an deinem Körper. Dreh dich mal um ohne Licht.
dunkel. Hast du mal gesehen, die creepigen Videos die in den Tunnels immer, wo die Figuren rumlaufen, wollte ich gerade sagen, die Monster? Und wo kommen wir jetzt hier hin? Eine Dachluke, also eine Dachluke. Und eine Erdluke. Wozu ist denn jetzt eigentlich dieser Bunker? Hier sehe ich ja nur Versorgungsrohre lang, glaube ich. Ja, ja. Guck hier mal, film mal das hier, mein Schatz. Beirohrheizung, Beirohrheizung. Gehen die noch? Das geht doch noch. Hier funktioniert Heizöl. Doch. Oh, der geht noch. Der geht wirklich noch. Schmieröl. Ja, nein, der muss auch gehen, Schmieröl. Ne? Alter, das ist aber krank hier, ey. Das ist richtig krank hier. Endlich habe ich den Bunker gesehen, wo ich rein wollte. Ach, hier wolltest du immer mal rein? Ich wollte hier immer mal gucken gehen. Geil. Es geht noch tiefer. Das hat sich gelohnt. Nö, ich gehe nicht tiefer. Ach, hör auf jetzt. Echt jetzt? Okay, hier kommen wir schon mal raus. Ah. Warte mal. Ah, das ist so krank, ey. Na los. Das ist so krank, Freunde. Echt jetzt? 10%. Hier hast du noch einen Akku? Ja, im Auto. Nee. Da geht nicht. Guck mal, wie viel Feuer da schon hier hängt. Oder was war das? Nee. Die Kabel. Ist das dein Ernst jetzt? Philipp? Mal gucken. Ich hab, ohne Quatsch jetzt, ich hab echt ein bisschen Bammel, ne? Ich weiß nicht warum. Wollen wir umdrehen? Nee, wir können. Los. Also jetzt werdet ihr jetzt zu Hause vor dem Bildschirm wieder alle sitzen und lachen, aber seid mal hier unten. Das ist so krank, ey. Das kommt auf der Kamera gar nicht rüber, wie riesig und weitläufig das ist. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon 200 Meter gelaufen oder was? Ja, also 200 auf jeden Fall. Aber hier geht's nach Diesel oder was, ne? Na Öl. Boah, ich hab Erfahrung, du? Ist das krank, Alter. Stell dir vor, jetzt kommt dir einer entgegen. Du hast Erfahrung? Wieso hast du denn Erfahrung, Alter? Na, weil ich vernünftiges Handy hab. Du Angeber. Hä? Da hinten ist aber Schluss, ne? Jetzt, wenn es noch tiefer geht, ne? Es geht noch tiefer. Dann holen wir hinten noch einen Akku. Und mach ich meinen Topflamm fertig. Und nehme mein Wasser mit. Und mach meine Kamera fertig. Nee, wir haben es ja auch voll. Ist das heftig, Alter. Wo geht denn das hin? Von die Rohre sind abgerissen, ne? Ja. Aber da geht's wieder hoch. Dann geh mal. Komm, jetzt sind wir auch schon hier. Boah, heftig. Alles gut? Na komm. Und wir haben alles im Auge, Kopflampe und alles, ne? Und was machen wir? Wir gehen wie Graf von Monte Cristo. Wie? Genau. Ich habe noch 7%. Ja, hoffentlich reichen die, um zu leben. Oh. Ja, siehste. Irgendwann ist ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, Licht war auch, kam auch nicht raus. Ja, da stand eine Leiter. Und zwar hier. Kommen wir raus? Ja. Wirklich jetzt? Wenn Sand reingefallen ist, dann kommen wir auch wieder raus. Du kannst mal filmen, wie bekloppt, wie anständig hier. Ja, warte. Könnt ihr mal hier, über was wir klettern müssen. Das kommt auf der Kamera nicht rüber, ne? Wie weit, das ist, Alter, das ist nicht mehr normal. Was sind wir jetzt gelaufen, 200 Meter? Ungefähr, wir sind ungefähr, ich schätze mal 150 am Ende. Wie soll ich denn hier rauskommen, bist du bescheuert? Nö, komm ja nicht raus, aber der Sand ist ja reingekommen. Yay, Mutprobe bestanden, Alter. Wir haben es, also für mich jedenfalls. Jetzt aber auch raus hier. Raus. Okay. Wahnsinn. Schauen wir die 7% noch zurück? 5% haben wir noch. Das kriegen wir schon hin. Unglaublich. Der ganz oben. Aber hoch ist schwieriger, muss ich dir gerade sagen. Ich mach mal eine Story. Stell dir vor, hier verklemmst du dich oder brichst du irgendwas? Da fliegen, ne? Also, was kann man denn hier alleine machen? Naja, sowas sollte man auch nicht alleine machen. Hier vorne. Der Wein ist da. Ich habe meine Hand hier unten.
Guck mal unten, da unten. Die Hälfte des Weges haben wir geschafft. Und das sind 20 Meter. Und wir 200 Meter gelaufen oder so. Das sind 20 Meter? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ja, 30. Ja. Alter, krass. Ja, aber. Ja, man will uns für bescheuert halten, aber wir wollen es unbedingt mal machen. Philipp, dein größter Wunsch war es, ihn zu finden. Ich habe ihn gefunden und mir wurde gesagt, man kommt nicht mehr rein. Aber wir haben noch einen Gang vor uns, ne? Da hinten. Ja. Auf geht's. So, ich habe noch 4%, Schatz. Komm. Ja, geh. Komm. Kann man das da erkennen? Weil es geht hoch. Es geht hoch. Gelaufen? Mit Handy auch noch, mit Kamera auch noch. Ja. Boah. Ohne Wackel, ich bin noch nicht mal auf der Rohre. Das macht auch einen Anstieg, ne? Ja, guck mal, wie tief wir in der Erde drin sind. Alter. Im Berg. Aber mit den Taschenlampe ist geil. Na schön. Und was heißt das nächste Mal, muss ich wieder einen Rucksack mitnehmen? Das ist geil, Alter. Eine geile Erfahrung. Das macht richtig Spaß. Ja. Das macht richtig Spaß. Und ich wollte mit dir immer in diesen Bunker. Willst du noch? Ja. Ja. Er läuft zumindest immer wieder. Also weiter. Alter. Ja. Du hast recht. Runter war einfacher. Vor allem noch tiefer gehe ich nicht. Noch tiefer gehe ich nicht. Und wo waren wir? Ganz unten. Wir waren bis zum Ende. Jetzt bin ich gespannt, wo der andere Gang hinführt. Ja, 3% haben wir noch, so dürften wir schaffen. Hört auf, piekt dir nicht das Auge aus. Dann müssen wir, oha, ja. Ist das ein Stock oder ist das? Ja, es ist ein Stock. Guck mal. Hier ist notfalls der Ausgang. Ja, da würden wir rauskommen, ne? Leider haben wir hier. Ja. Guck mal, wie schön das aussieht. Aber dass man nie auf. Also. Dass man. Das nie so auf Kamera hat, weißt du? Ich habe noch nie Bilder hiervon gesehen, außer aus von der Tür. Nee, ich habe schon mal ein Video von dir gesehen, aber nur bis zum ersten Raum. Ja? Bis ganz da unten hab ich noch kein Video gesehen. Na, alleine würde ich hier gar nicht mehr gehen. Bis zum Maschinenraum, weißt du, wo du gesagt hast, mit dem Wasser. Oh, Alter. Aber hatten so ein bisschen Tropfsteinhöhle, ne? Aber hier liegen so eine Gitter, hier war wohl öfter Wasser drin, ne? Ja, wo? Weißt du, mein? Ja gut, wenn es regnet und so, ne? Vor allem, ich glaube, du wirst auch in einer Zeit ohnmächtig von den scheiß Dämpfen, oder? Nee, das ist nur Einbildung. Das ist so krank hier drin, Alter, alleine. Aber irgendwie auch geil. Hier muss ja gut, da müsste größere Räume sein und verschnörkelt dann. Ja, es gibt ja so in Berlin gibt es auch dieses eine. Nee, würde ich nicht reingehen. Nee? Oder ich habe gesehen, wie die durch ganz enge Löcher kriechen, um weiterzukommen. Niemals, Alter. Niemals. Aber da musst du auch eine Spraydose mit dem Kennzeichen, wo du. Wo du hier was hast, ja. Wo du lang gegangen bist, ja. Ist das ein Hocker hier? Du? Diesen Stuhl, ne? Zwei Beine. Das ist ja unglaublich. Aber hast du jetzt alle Akkus drin in der? Im Videolicht? Nee. Ein, ne? Ich weiß nicht, weil da muss doch ein Akku kaputt sein von dem anderen. Ach so. Ich weiß nicht. Weil einer hat er rumgezählt von den neuen Akkus. Ich kann dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist schon cool hier. Das ist geil hier. Das war eine richtig coole Erfahrung. Naja, wir sind noch nicht am Ende, ne? Ja, und du wolltest immer nicht mit mir. Ja, ist auch gefährlich, komm. Ja, es ist natürlich, aber es ist weit. Ja, richtig. Hier lang geht's? Yep. Ach, die Scheiße. Da geht's bestimmt nochmal tief ab. Das ging ja bis zum Hafen runter irgendwo. Da musst du einen Akku holen. So, bis zum Hafen runter. 1% haben wir noch. Ja, das wird nichts. Geil, Alter. Nein. Oh, da ist auch ein Ende.
Hier, bei mir kommen wir her. Oh, Jäger. Hier ist die Maschine. Wie weit ist bei dir? Na, hier brauchst du nur nach oben. Ja, bei mir geht eine Leiter hoch. Da ist noch ein Deckel drin. Was ist Deckel drin? Da haben wir Deckel drin geschwind. Also bei mir ist frei. Zeig mal. Ja, der kommt oben ja aber nicht raus, ne? Also ging kein Gang weiter? Gang nicht, nur so ein Dings wie du also hast. Also haben wir es geschafft. Ja. Okay, sollen wir ein Foto machen hiervon? So, Freunde. Ich sag schon mal Tschüss. Und überwinden mal wieder meine größte Angst. Philipp sagt wieder, ach du Schissbüchsen. Nee, das sag ich nicht, aber ich habe ihm angeboten, vorzugehen. Ich habe ihm erklärt, wie. Ich gehe jetzt alleine erstmal Vorkundschaften, weil wenn einer den Deckel zumacht, dann war es das mit uns. Ich so, glaube, ich war rein theoretisch, war ich an der Stelle unten, schon von unten schon geguckt. Und jetzt muss Jäger eigentlich nur um die Ecke gucken. Ob da diese. Nö. Was? Das ist ein ganz anderer Gang, Alter. Nein, du musst um die Ecke rum. Wie um die Ecke? Da ist der Gang. Das ist der Deckel doch, der hier normalerweise drauf ist. Ach so. Ah! Jetzt verstanden? Jo. Sind wir, ne? Ja. So, jetzt ist die Frage: Willst du da oder nicht? Ja, du bleibst aber erstmal hier oben. Ich geh erstmal gucken, okay? Geh erstmal gucken und dann kann ich nur Hilfe holen. Okay. Ich filme das Ganze von hier oben. Weil das muss ich nicht fragen, ob du das schaffst. Ja, das wird mit dem Rucksack aber nichts. Dann leg den doch hier vorne an der Seite erstmal. So eng, Alter. Das wollt ihr gerade nicht gesehen haben. Ich hab's auch nicht gesehen. Kruzifix! Oh, wie sind die denn hier durchgekommen? Ach du Scheiße. Alter, weißt du, wo wir hier sind? Nee. Ich gehe mal kurz runter. Ich gehe mal kurz runter, weil hier müssen jeder alleine reingehen. Hier sind die ganzen Ölkessel. Also die Heiztanks. Die Öltanks. Wahnsinn. Ich gehe mal kurz alleine gucken und dann kannst du meinetwegen mit der Kamera. Aber hier so eine Dämpfe. Ja. Damit nicht dafür beide hier umkämpfen. Alter, ist das heftig. Guck mal wegen dem Gitter, ob der stabil ist oder nicht. Ja. Ah, wo ist er? Wo ist er? Oh, das Licht sieht man schon. Also ich sag's gleich vorweg. Dicke Menschen. Sieht schlecht aus für die hier. Du, ist ja auch nicht jedes Lost Place für jeden geeignet. Alter Schwede, das ist hier ganz schön eng, der Gang. Aber das ist genau was für dich. Da unten, wie kommen wir jetzt hier hoch? Ich habe gerade hier Videolicht angehabt, ich habe nur eine Taschenlampe gemacht. Creepy, nur reicht ja auch. So, jetzt kann der Philipp runter mit der Kamera rein. Ich nicht mehr. Soll ich dir helfen? Nee. Ein Glück, lieber Baum, du stehst hier, dass ich hier hochkomme. So, Philipp, pass auf. Da sind einige Gitter durchgerollt. Ja, ja. So, Philipp dreht für euch jetzt. Wo hast du die abgedrehten Öltanks gesehen? Bitte mal weiter. Für alle, die es erwähnt haben, bitte. Also, ich bin der Manager. Das sehr gut. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Er kann ja gar nicht weg über dich reden jetzt. Nee, kannst du nicht. Steig. Und dann kommen wir da hin. So, da sind wir. Hier ist alles fest.
Ach, guckt euch das an. Hier hat eine Musik gehört. Ich wollte gerade, was er hat. Hat er noch nie ein Dieselfahrzeug gehabt? Die riechen auch so. Guckt euch das mal an. So schön. Ich weiß nicht, wie viele tausend Liter hier reinpassen, aber... ewig viel. Und das Ganze oben, das sind ja wieder... ja. Ich höre dich aber. Ja, hier hat er gesagt. Oh, enge Gänge. Na gut, hier komme ich nicht mehr lang. Sieht aber genauso aus. Oh, der Rost, ne? Ach nee, das ist die Schweißnaht. Sind schöne Sachen hier. Also wie gesagt, sowas hat auch noch keiner gesehen. Unter der Erde einfach zurückgelassen. Das Mauerwerk. Und dann wurde alles hochgepumpt. So. Das geht ja gar nicht zu Ende. Aber alles, obwohl das hier unten, na gut, feucht ist es nicht großartig. Also ich kann nur sagen, es lohnt sich, na gut, da hinten nicht mehr. Da ist es. Vielleicht kann man da was erkennen. Ja, in den Katakomben. Oh. Ja, kann er vielleicht mal so gucken. Vorne bin ich zu sehen. Da hinten ja. Das andere. Auf jeden Fall. Jirka, ich bin 40! Aber jetzt kriegen die Kopfhörer nicht mehr auf. Mist, die Frisur verkackt. Ja, das hat man gefilmt. Ich hab alles gefilmt. Aber? Hast du die Kopfhörer auch gefunden? Im Tank. Also im Tank drin? Jo. Nee, die haben überall die Tanks aufgemacht. Ja, die reingeklettert sind sie auf jeden Fall schon mal. Aber das ist doch krank, Alter. Aber weißt du was? Ja. Das haben sie mit Absicht gemacht wegen dem ganzen Öl. Wie wegen dem ganzen Öl? Deswegen haben sie die ganzen Luken auf. Ach so. Wegen Umweltschutz. Jetzt nimmst du auf? Ja. Ich hab dir mal live mitgekriegt, dass wir uns melden und auch Rückmeldung unterkriegen, dass es uns gut geht. Ist meine Frau bei deiner Frau? Ja. Das ist gut, dann können wir noch zwei Stunden. Genau, das wollte ich gerade sagen. Das dürfen wir nicht. Nein, natürlich werden wir gehen, aber... So, warte, ich nehme die Kamera ab. Das Wetter hat sich auch... Oh, das sieht aber gut aus. Der Himmel? Der sieht so gar nicht so in Wirklichkeit aus, wie das auf dem Foto wiederkommt. Wo willst du denn jetzt lang? Ach, hier um den Ecke rum. Auf jeden Fall, es ist schon dunkel geworden. Also, schummrig, sagen wir so. Ah. Ach, Entschuldigung, man muss immer ein bisschen
auf den Fuß zu kommen. Anstrengend, ne? Oh, durch den Wald gelatscht. Aber wir sind ja gleich um die Ecke rum. Ja, wir sind gar nicht hier hinten gewesen, ne? Nee. Erstmal zeigen wir euch, komm mal mit, wie geil wir eigentlich wohnen. Wir zeigen euch mal, wie geil wir. Ach, hier sind wir. So, Freunde. Herzlich willkommen. Was war denn da? Bunker. Ja, sag nicht, da geht rein. Ja, weiß der Bescheid. Soll ich gehen? So, jetzt kannst du mal unseren Followern zeigen, die nicht von hier kommen, wie schön wir wohnen. Oh, heftig, ne? Aber hier sah's besser aus. Mega. Nur das sind dann die romantischen Momente mit Philipp und mir. Genau, wir ja, machen nämlich nicht nur Spiels, um nur Filme zu machen. Wir genießen auch, wir genießen ab und zu mal auch einfach nur.